Jo Leute, was geht? Lasst ein Like und ein Abo da. Und ich bin jetzt gerade live auf Twitch. Erster Link in der Beschreibung, alle reinkommen. Und nun viel Spaß mit diesem extra gefangenen Video. Ja. Oh mein Gott, er hat God-Mode. Er hat God-Mode. Er hat God-Mode. Nicht bannen. Er hat God-Mode nicht einfach bannen. An. Mitten im Map hat er God-Mode an das Bodenlos. Ja, wenn du schon mit einer Waffe zielst auf mich zukommst. Dann machst du God-Mode an. Dann machst du einfach God-Mode ich an. Ich auch retötet. Was passiert? Hilfe. Hallo, wollen wir auf ein Date gehen? Hallo. Ich hab leider einen Mann. Wer ist dein Mann? Ja, das ist mein Mann. Was? Nein. Nein, oh mein Gott, du Simp, oh mein Gott. Nein, ich bin das nicht von dir. Oh mein Gott, oh mein Gott, so peinlich. Nein, oh mein Gott, oh mein Gott, nein, du kannst Basis nicht mehr rechtfertigen. Hallo, stopp, Hilfe. Oh nein, ich hab uns extra zu diesem schönen See gebracht, damit wir nur. Hallo, ich will in Ruhe simpen. Okay, okay, dann gehen wir, beginnen, Hä, sie ist weg. Sie ist doch nicht gerettet. Ich war gerade bei meinem Mann. Mein Mann hat. Ist der Mann der mit dem God-Mode? Nein, nein, nein. Ich muss diesen Mann kennenlernen, warte mal, da muss ich hin. Warte, ich hol ihn her, Ey, aber du machst jetzt Schluss mit ihm. Mach mal Schluss mit ihm. Mach kurz Schluss mit ihm. Wir wissen, wie er reagiert. Was für kurz? Was für mach kurz Schluss mit ihm? Ah, da ist er, oder? Ist er das mit dem Motorrad? Das ist er. Ich hab jetzt seine Freundin geklärt. Du wirst jetzt abgelöst. Hä? Ist er weg? Akkoi, Bruder. Der ist richtig mad. Hör bloß auf, Akkoi. Ist er wirklich mad? Warte, muss ich wieder hin. Ich bin Fanboy von dir. Hä, wo ist denn mein Mann schon wieder? Also, dein Mann ist jetzt weg. Ich bin jetzt dein Mann. Hä, ich seh meinen Mann gar nicht. Direkt vor dir. Wir gehen jetzt auf Date. Was? Auf ein Date? Hallo, ich will mitkommen, Akkoi, bitte. Sie werden jetzt angesimmt. Was? Warum? Finden Sie diesen Sonnenuntergang schön? Ja, der ist sehr schön. Der ist so schön wie deine Augen. Wow! Der war gut. Könnte professioneller Simper werden. So, dann war's auch mal wieder mit dem Simping. Jetzt fällt sie irgendwo runter. Da fällt sie. Sie ist weg. Meine Easy-Freundin ist geflohen. Will das. Oh mein Gott, er flieht! Er flieht! Die reden gerade über mich. Er flieht! Er flieht! Er flieht! Hallo? Hallo? Habe ich Störung? Ja, siehst du genau. Der wird mich jetzt gleich wieder entführen und du wirst wieder wegfahren. Hallo, nicht schlagen. Hallo. Wer doch nicht gleich OC mehr. Hallo. Was machst du denn? Hör mal auf hier. Beruhigen Sie sich. Das ist nur ein. Junge, ich habe seine Evil-Freundin getötet. Sie behalte ich jetzt. Nein, sie behalte ich jetzt. Sie kommen jetzt mit mir. Du bist jetzt meine Freundin. Ich hab deinen Freund abgelöst. Doch, wir haben noch vorhin geredet. Du hast gesagt, ich habe richtig Kompliment gemacht. Nein. Ich habe richtig gepunktet, hast du gesagt. Wir geben gerade eben war noch Date und jetzt auf einmal nicht mehr, seitdem was ein anderer Mann du? Ist. Du kennst mich die ganze Zeit weg, wir haben die ganze Zeit Date gemacht und jetzt nicht mehr, oder was? Gerade eben hatten wir Date und dann kam er und dann nicht mehr, oder was? Was ist deine Verteidigung? Oh nein. Akkoi, nimm mal jetzt andere Leute. Der ist schon so mad, der hat dich gekriegt. Wir brauchen noch das große Finale. Das stimmt. Finale ist ganz einfach. Störe ich euch gerade? Oh, hey. Also, warum bist du vorhin weggerannt? Also, wir hatten ja gerade Date und dann kam plötzlich dein Freund. Hau mal ab, Digga, was für Date? Mach mich kaputt, Alter. Also, wir hatten Date, wir waren so gemeinsam am See. Sie hat so gesagt, ich habe schöne Augen. Dann kamst du. Und, wie lange seid ihr schon zusammen? Lang genug. Wie lange? Lange genug. 5 Monate, 6 Monate. Ja, dann wird es ja Zeit für eine Abwechslung. Hallo, hören Sie auf damit. Ich werde niemals damit aufhören. Lassen Sie mich in Ruhe. Mein neues Ziel ist es, Sie für immer zu trennen. Mich? Der Bre hier hinten, der alleine durch die Gegend fliegt, soll anscheinend ein RP-Rentner sein. Und er fliegt einfach alleine durch die Gegend. Wir werden hier mal aus dem Fahrzeug raus teleportieren und gucken, was passiert. Hallo, lass uns RP machen, bleib stehen. Hände hoch, was knallt. Hände hoch, was knallt. Hände hoch. Ach, du hast gar keine Hände, das wird schlecht. Weg mit ihnen. Ganz kurz, der Heli ist über dir richtig mad auf dich. Nein, warum? Weil, keine Ahnung. Hallo, sind das meine Gefangenen? Steigen sie aus? Nein. Doch, doch, Hände hoch, was knallt. Ich will nicht aussteigen. Also nein. Ach, so wollen sie? Der Rest macht gutes RP, ich bin stolz auf sie. Wir werden noch nicht mal mitgenommen. Oh. Ja, wir haben gerade ein paar Probleme. Hier gibt es einen, der meint, ein bisschen lustig zu sein. Wart's einfach da und dann spielen wir einfach das gleich einfach weiter, okay? Hallo, was spielt ihr weiter? Ja, weil wir hier gerade Engelsprobleme haben. Ja, deswegen. Was spielt ihr weiter? Mein Sohn ist im RP gerade hier und es war halt nur kurz Pause davon, weil hier gerade. Junge, wo kommt der Heli her? Oh nein, nicht schon wieder. Nein zu Simping, nein zu Simping. Hört auf mit dem Simp. Die simpen ja immer noch. Warum sind sie immer noch im No-Cup und reden miteinander? Hört auf zu reden. Zu reden. Ich mach mir gleich diesen Keybein. Ey, könnt ihr bitte aufhören, bitte? Nee, wir haben da keinen Bock einfach drauf. Nein, meine Hood braucht Hilfe und ich komme nicht. Also eure Hood braucht Hilfe. Ich habe euch 10 Minuten in Ruhe gelassen. In 10 Minuten seid ihr nur durch die Gegend gefahren mit No-Clip, um Beziehungsstress zu klären. Aber nichts, wenn wir im Freeze sind. Aber hört, Digga, ihr braucht einer Hilfe, Digga, weil ihr Controller sind. Geht doch mal lieber dahin, anstatt die Leute hier abzufacken. Okay, ich verstehe. Ja, es nervt einfach ein bisschen. Ja, okay. So, sorry. Aber so gefangen war der noch nicht. Gestern gejoint übrigens. Die ist gestern gejoint. Gestern, ja. Gestern. Heute Freundin. Ja. Ängste, sagst du? Der gestern so, schon. Wir sind zusammen. Wir sind schon Ewigkeiten zusammen. Es geht dich gar nichts an. Ja, richtig. Ah, nein. Nein. Da muss ich nochmal reden. Warte mal. Hallo, was ist hier los? Zeigen Sie mal aus. Hä? Geben Sie mir alles, was Sie gefarmt haben. Alles, was Sie gefarmt haben. Hallo, jetzt alles hergeben, was Sie gefarmt haben.
Alles, was ihr gefarmt habt, alles, was ihr gefarmt habt. Ich hab halt echt nichts. Guck in alles. Ich hab doch nichts, ich hab die nur abgeholt. Guck in die Autos. Du kannst einsteigen mit K. Verkackt. Der Inventar guckt. Nein, nein, Mann, er schießt gleich. Ich hab nichts gemacht. Aber nein, du schießt ja gleich alle. Dafür. Was hast du gesagt? Und wieso? Weil du ohne Schusscall einfach uns zusammenschießt. Hä, aber ich hab einen Schusscall gegeben. Ich hab gesagt, Hände hoch oder das knallt. Dann machen wir nochmal die neue Situation. Einmal bitte alle reviven. Ja, oh nee. Ich will meine 2 Stunden gefarmt haben. Hä, 2 Stunden ist okay. Einmal nochmal 2 Stunden. Also 2 Stunden ist okay, Alter. Okay, einmal alle bitte die Hände hoch. Einmal bitte alles geben, was ihr gefarmt habt. Ja, nein. Einmal bitte alles geben, was ihr gefarmt habt. Hallo. Ja, genau. Komm, ich hab nichts. Ich habe nichts. Ja, Alter, warum, ey? Ja, wir brauchen nochmal ein Revive, müssen die Situation nochmal neu machen, weil jetzt sind sie alle tot. Ich greife deine Nein, ich will nicht. Oh, was haben sie denn Leckeres dabei? Lecker, 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 Schmecker. Oh, lecker Pistole. Der eine haut ab. Ey, alt. Was hast du denn Leckeres dabei? Yum. Sie haben, warum? Das ist doch gottlos. Er redet gerade im Funk. Er sagt, er möchte in Support gehen. Er möchte in Support gehen? Okay, ich möchte in Support gehen. Das ist ja interessant. Digga, warum? Okay, ihr habt jetzt die Möglichkeit. Ihr könnt euer Leben, hallo. Könnt euer Leben jetzt schützen. Ihr habt es ja die ganze Zeit schon nicht gemacht. Also, ihr dürft wieder gehen. Ich habe nämlich keine Verwendung mehr für euch. Ja, gut, natürlich. Meine Waffe oder so wieder haben, die war teuer. Welche Waffe meinst du? Eine Pistole. Ich kenne keine Pistole, also ich habe keine Pistole hier keine gesehen. Keine Pistole. Gesehen. Das war eine Waffe von 20.000 Muni, 2.000 Muni mitgenommen. Ich glaube, das ist ein Fehler. Fehler. Also mehr hat nichts mitgenommen, als von der Welt. Also ihr könnt jetzt einfach weiter. Angenehm Tag. Tschüss. Tschüss. Wenn man vom Teufel spricht. Hallo. Ach, was geht? Nein, warte mal. Hallo, du bist seit einem Tag mit deiner IC-Freundin zusammen. Nein, bitte hör einfach auf. Nein, ich muss... Okay, dann beantworte mir eine Frage. Dann hör ich auf. Also, ich habe gehört, die sind seit einem Tag zusammen. Seit gestern. Ja. Wie kann es sein, dass er so gefangen ist und schon solche Gefühle in einem IC-Spiel entwickelt hat? Ist doch alles IC. Es ist nicht IC, das merkt man gerade extrem. Sind Sie sich da im Klaren, dass Ihr IC-Freund OC im IC gefangen ist? Ich bin nur hier, um Sie zu retten. Wissen Sie, wie ich meine? Nein, guck mal. Müssen auf Ihren Freund aufpassen, weil ich merke, dass er sehr gefangen ist. Weil ich kenne viele Leute im RP und ich muss Ihnen sagen, Ihr Freund ist des Todes gefangen. Sie müssen aufpassen. Wie denn gefangen, erklär mal. Er ist komplett im RP gefangen. Er nimmt es viel zu ernst. Er nimmt dich zu ernst. Er hat Gefühle für dich nach einem Tag. Was denn da los? Das hat er tatsächlich auch im Support gemacht. Was? Das gesagt, meine Frau und so. Nein, oh mein Gott. Oh mein Gott. Trenn dich mal von ihm. Ich will mal wissen, was passiert. Hä, aber nein. Aber warte mal kurz. Okay. Du bist alles für ihn nach einem Tag. Okay, jetzt lasse ich sie in Ruhe. Aber denken Sie an meine Worte. Retten Sie sich. Das Ding ist halt, ich bin auf diesem Server einfach, wir wollten eigentlich hier erst auch nur ein bisschen VDM, RDM und so. Aber so, weißt du, es ist halt, es macht halt Spaß. Einfach ein bisschen und ich kann das. Ich weiß, was du meinst. Ich habe früher auch mehr RP gespielt, aber ich merke, dass sein RP kein RP ist in seinem Leben. Du musst dir vorstellen, ich habe gehört, dass er dich nach einem Tag seine Frau OOC nennt. Nicht mal nach einem Tag so, also der hat. Ja, du musst dich retten. Jetzt mal ernster, was ist das? Wir sind in einem Spiel, du musst dich retten. Ich bin Dating-Experte, wirklich, trauen Sie mir. Also das wird noch ganz schlecht enden. Ich habe gehört, außer mir ist noch eine weitere Frau hier. Ich kann verstehen, wenn man Druck hat. Junge, was für Druck? Wer hat Druck? IC. Also RP ist verloren. Du hilfst der verlorenen Seele. Ach, mein Gott. Du bist genau die Frau, die Verlorenen suchen. Ein paar Deep Talks am Strand, ein bisschen Druck abbauen, IC. Ja, du kannst jetzt weiter. Viel Spaß mit deinem IC, Mann. Aber auf jeden Fall... Ich will mal wissen, warum ihr genau... Weil ich das einzige Mädchen hier bin, ne? Nein, nee, weil ich gehört habe, dass er gefangen ist und dass er innerhalb von einem Tag OOC dich deine Frau nennt. Ja. Da wolltest du ein bisschen Hackmack machen. Nee, ich wollte dich retten. Also, okay. Aber du scheinst sowas ja zu mögen. OOC Gefangene. Nee, eigentlich nicht. Was gefällt dir? Jetzt wärst du ja nicht mit ihm zusammen. Ja. Was heißt zusammen halt IC, ne? Na, Alter, er ist aber OOC mit dir zusammen in seinen Gedanken. Er hat mir über Snap auch geschrieben, dass du jetzt seine Frau bist. Eigentlich musst du mal Schluss machen. Ich will seine Reaktion sehen. Wieder, der kommt nie wieder. Mach einfach mit ihm Schluss. Du kannst ja morgen einen neuen IC-Mann finden, wenn du willst. Weißt Nein. du? Also, nee, danke. Also du kannst jetzt zum nächsten gehen und der wird sich auch mögen. Die wird euch verstehen. Nee, danke. Doch, mach bitte Schluss. Kannst du ein Nein akzeptieren? Nee, kann ich nicht. Leider geht es nicht. Leider kann ich so lange nerven, bis es durchgesetzt wird. Nee, glaub mir. Ich habe sie versucht zu retten, aber das ging nicht. Sie ist leider auch gefangen. Du hast es fast geschafft. Ja, guck mal, sie hatte sogar kurz Zweifel. Ja. Aber leider kann ich diese Gefangenenstufe nicht mehr retten. Hallo, bereitest du hier gerade ein Date vor? Kleines Versöhnungsdate, sagst du? Sie hat keine Gefühle mehr für dich.
Oh da mein Gott, würde ich nein, auch hat er nicht gehen. Gemacht. Hat er nicht gemacht, er ist nicht gequittet. Nein. Oh mein Gott. Nein. Er ist gequittet, er ist gequittet, nein. Er ist gequittet, das hat er nicht gemacht. Wie kann man so gequittet? Er ist gequittet, oh mein Gott, wie kann man so gefangen sein? Nein. Oh mein Gott, ist das cringe. Du kennst ihn, oh nein. Oh mein Gott. Du wirst ihn nie wieder in die Augen blicken können. Ich kann ihn nie wieder in die Augen blicken. Ich nehme jetzt einfach seinen Gefangenen-Bike, muss dir berichten. Ja. Was geht, Süße? Hallo? Dein IC-Roll ist gequittet. Jetzt bist du wieder Single. Ich hab dich gerettet. Gequittet für immer? Ja. Ich hab ihn so sehr genervt, bis der OOC-Wert wurde einfach gegangen ist. Geht er mal weiter. Ich hab dich gerettet. Dafür schuldest du mir was. Also ich würde ihn annehmen. Ja, ich auch. Ich bin Albaner. Ah, Albaner. Ja, nee. Wenn nicht, kann ich dir den Job auch geben. Ja, das wäre sehr nett. Ich gebe ihn den auch so, ne? Ja, ja. Aber Gambo, die ist das. Gibt's auch eine Frau für dich. Also sie ist gerade Single geworden. Sie ist jetzt traurig und wird gleich... Aber Mann, du hättest dich wirklich von ihm für mich trennen müssen. Ja, ist so. Oder ist er wieder da? Kannst du mal gucken? Nee, er ist offline gegangen. Oh nein. Was machen sie hier? Warum sitzen sie hier? Oh nein. Oh mein Gott. Okay, ey, ganz kurz. Er saß hier einfach mitten auf dem Berg, traurig. Ja. Was passiert, wenn ich euch alle Erde emme? Noch sie. Ich bleib auch am Leben. Probier es doch schon wieder nicht. Wenn ich sage, ich bleib am Leben, bleib ich am Leben. Ja. Genau. Wenn ich bleibe, bleibe ich am Leben. Ja, wenn ich bleibe, bleibe ich am Leben. Ja. Er hat Killrechte. Nein, hol ich die Waffe raus. Killrechte. Ja, ich bleib am Leben. Bleib am Leben. Ich sehe sie. Sie haben einfach auf meinem Arm. Ja, guck mal, ich bin ein kleines Babychen. Och nein. Hallöchen. Nicht weg hier. Nicht weg, bleiben Sie stehen. Ja, ist gut. Nicht wegrennen. Was haben Sie hier dringend zu suchen? Was machen Sie hier? Einmal in der Reihe aufstellen. Ich bin euer neuer Lieutenant. Ja, dann. Warte, ich muss mal gucken, welchen Rang ich hier habe. Ich bin zufälligerweise auch Polizist. Okay. Ah, hier Brieftaschen. Ich bin LSPD-Captain. Einmal bitte die Flossen nach oben. Ich weiß nicht, ob das hoch ist, aber... Naja, Herr Robkro. Das aussprechen wollen. Kann man Ihnen irgendwie helfen oder so? Ja, können Sie. Da draußen sind ein paar illegale Einwanderer. Sie müssen sie jetzt alle fesseln und ins Gefängnis stecken. Nee, dafür bin ich sicherlich nicht zuständig. Wenn zuständig. Sicherlich nicht. Widersprechen Sie mir? Sprechen Sie meiner großen Waffe? Nein. Ja, dann legen Sie jetzt los. Nein, mich noch nicht. Ich bin auch ich bin auch nur Rekrut. Los, guck, ich mach dir sogar die Tür auf. Ich bin ja auch zufälligerweise wirklich Captain. Ich kann euch auch einfach durchsuchen, wenn ich will. Ich kann euch fesseln. Das ist leicht unfair, würde ich sagen. Ich kann eure Identität überprüfen. Ich bin wirklich Captain, also jetzt hören Sie auf meine Befehle. Also so kann ich hier fesseln, Sie jetzt wieder, weil Sie Teil meines Teams sind. Gehen Sie raus und machen Sie Ihre Arbeit. Ich habe Ihnen schon einen Auftrag gegeben. Was sollen wir machen? Ihr seid jetzt alle, die da draußen stehen, in den Knast stecken. Warum? Ja, bringen Sie jetzt in diese eiserne Zelle. Oder Sie werden gekündigt. Kündigen? Oh, also ich kündige sie jetzt nicht. Kündige sie jetzt, wenn sie jetzt nicht diesen Auftrag ausführen. Alle in die Zelle da, in diese eiserne Zelle. Warum? Machen Sie jetzt oder Kündigung? Sehen? Ja, nehme ich halt die Kündigung mit. Was? Habt ihr euch vertragen? Wie vertragen? Ach, ihr habt Beziehungsstreit? Nein, haben wir nicht. Ach so, seid ihr noch zusammen? Ja. Junge, die Gefangenen werden getötet. Oh nein. Oh Mann, was machen die denn da? Okay, das ist die Forderung. Okay. Du musst dich von ihm trennen. Ja, okay, pass auf. Okay. Ja? Die Forderung gestellt, der scheppert uns so. Warte. Wir müssen uns trennen. Der redet nicht. Er muss reden. Er muss es hören. Ich glaube, wir müssen uns trennen. Er sagt nichts. Er ist AFK. Überraschung. Ich höre den nicht. Nee, ich glaube, er redet nicht. Er muss reden. Hast du es gehört? Ich habe sie jetzt geklärt. Hallo, nicht weggehen. Ich habe sie jetzt geklärt. Wir sind jetzt Paar. Ey, Jungs, aber ich will den noch in meiner Parkhand, ne? Also. Mach den. Hä, wo ist er hin? Ah, oh, nice, GGVP. Ist er gelieft? Er hat sich wortwörtlich getrennt. Ja. Also, ey, guck mal, jetzt bin ich zufrieden. Was hab ich vorhin gesagt? Ja, nervst du jetzt nicht. Mein Wille mal durchgesetzt. Lass den Arm. Danke. Er nervt langsam. Auf jeden Fall, danke. Wie gesagt, ich kann so viel nerven, wie ich will. Also ich sehe schon kommen, er spectatet uns und dann kommst du gleich wieder. Nee, ich komme jetzt nicht. Ein Board, ein Mann. Ich komme jetzt nicht mehr hierher. Ich wollte nur, dass sie sich trennen. Nein, ich komme jetzt wirklich nicht. Ich schwöre. Ich kenne auch deine Livestream. Ja, jetzt schwöre ich wirklich. Jetzt stimmt wirklich. Ich lasse euch in Ruhe. Wir sind halt. Oh mein Gott, ich habe es erreicht. Ich habe es geschafft. Hast du es geschafft? Ich bin glücklich. Ja.